Hallo und Servus bei Geschichte Tag für Tag, heute am 12. Juli. Im Jahre 927 kann man sagen, am heutigen Tage entsteht das Königreich England. Und zwar wird König Æthelstan von den anderen Königen der verschiedenen britischen Herrschaftsgebiete als mehr oder weniger Oberkönig oder sogar als alleiniger König anerkannt. Im Jahre 1191 wird unter Führung des britischen und französischen Königs während des dritten Kreuzzuges, also von Richard Löwenherz und Philipp II. Von Frankreich, die Stadt Akkon erobert. Das ist der größte Erfolg während des dritten Kreuzzuges. Die Stadt Akkon und das Gebiet drumherum sollte bis zum Ende oder Mitte 13. Jahrhundert einer der zentralen Punkte in den Kreuzfahrerstaaten sein. Im Jahre 1213 verzichtet Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Friedrich II. Auf weitreichende Rechte in Kirchenfragen und übergibt zudem dem Papst bzw. dem Kirchenstaat einiges an Ländereien. Das Ganze wurde festgesetzt in der sogenannten Goldbulle von Eger. 1253 erhält das Städtchen oder die Siedlung Frankfurt an der Oder das Stadtrecht. Im Jahre 1679 billigt der englische König Karl II. Die sogenannte Habeas Corpus Akte, die besagt, dass niemand ohne dringenden Tatverdacht verhaftet werden darf und dass niemand für längere Zeit unschuldig im Knast sitzen darf. So könnte man das benennen. Damit ist Großbritannien das erste Land, das dem Bürgerrecht einen riesengroßen Schritt näher kommt. 1790 beschließt die französische Nationalversammlung, den Papst aus der französischen oder aus dem französischen Staatsgefüge auszuschließen. Das heißt, Kirche und Staat sind von nun an getrennt. Der Klerus wird in Frankreich jetzt für Staatsdienste verwandt und der Papst hat in Frankreich eigentlich kaum mehr was mitzureden. Am heutigen Tage im Jahre 1806 schließen sich 16 deutsche Fürsten zum sogenannten Rheinbund zusammen. Diese 16 Fürsten bzw. deren Territorien sagen sich vom Heiligen Römischen Reich deutscher Nation ab und wenden sich Frankreich unter Napoleon Bonaparte zu, der mehr oder weniger, kann man sagen, die Schirmherrschaft übernimmt. Diese 16 Fürstentümer stellen auch also für Napoleon Truppen zur Verfügung und bekommen natürlich von Napoleon Geländegewinne. Das Ganze führt dann dazu, dass im August Kaiser Franz II. Sein Mandat oder sein Amt als Kaiser niederlegt und der 12. August 1806, vielleicht kommen wir auch noch dazu, gilt als das Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, das ja über 1000 Jahre Bestand gehabt hat. 1879 beschließt der Reichstag die Einfuhr von Zöllen für das Deutsche Reich. Seit Anfang der 70er Jahre im 19. Jahrhundert haben wir in Europa eine Wirtschaftskrise. Und mehrere Industrienationen erheben Zölle, so eben auch ab heute das Deutsche Reich, um die eigene Wirtschaft zu schützen und die Wirtschaftskraft wieder aufzubauen. Am heutigen Tage erreicht der Abenteurer Thor Heyerdahl mit seiner Crew auf einem Papyrusboot der Ra 2 die Insel Barbados, nachdem er am 17. Mai von Safi in Marokko eben mit diesem Papyrusboot gestartet ist. Er wollte damit beweisen,
dass Amerika durchaus schon sehr früh mit eben Papyrusbooten besiedelt werden sein hätte können. Die Ra 2 sagt schon, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal einen Thor Heyerdahl mit der Ra 1. Die ist allerdings kurz vor Amerika in ihre Einzelteile verfallen. Die Ra 2 hat durchgehalten. Es gab da allerdings auch ein bisschen Komplikationen. Er hat die von südamerikanischen Ureinwohnern bauen lassen, soweit ich das weiß. Und das 12 Tonnen Material haben die gar nicht alles hergenommen, sondern nur, glaube, 8 oder 9 Tonnen verwandt. Das brachte natürlich die Problematik mit sich. Die Beladung musste daraufhin auch reduziert werden. Und so kam es natürlich versorgungstechnisch immer wieder zu Engpässen auf diesem Papyrusboot. Aber ich muss schon sagen, das ist eine Sache, die sehr viel Respekt verdient. So, wie gesagt, wir schreiben heute den 12. Juli, ein Sommermonat, Sonne scheint. Doch im Jahre 1984 war in und um München alles ein bisschen anders. Da kam es zu dem bis dato größten Hagelunwetter, das hier in der Gegend festgestellt wurde. Das waren Hagelkörner, die waren teilweise Tennisball groß. 300 Menschen wurden verletzt, 1000 Gebäude wurden beschädigt, 200.000, 300.000 Autos. Der Sachschaden ging in die Millionen. Und 10 Jahre später, 1994, erklärt das Bundesverfassungsgericht Auslandseinsätze der Bundeswehr für verfassungskonform. Ja, okay, man kann über die Bundeswehr sagen, was man will und denken, was man will, aber meine Meinung ist, unsere Bundesregierung hat nicht wirklich gewusst, auf was sie sich da wirklich einlässt. Ich sage jetzt nur Afghanistan. Ich habe mich mit dem Thema sehr intensiv beschäftigt, weil es mich interessiert hat, als unsere Damen und Herren nach Afghanistan geschickt wurden. Und in mehreren Büchern steht, die ich gelesen habe, dass unsere Bundesregierung gesagt hat, ja, Bundeswehrler bauen Brunnen und für Friedenseinsätze eintreten. Okay, man hat sie ohne Munition nach Afghanistan geschickt, ohne schwere Bewaffnung, ohne gepanzerte Fahrzeuge. In meinen Augen geht gar nicht sowas. Bis sie dann durch den Sprengstoffeinsatz, der mehreren deutschen Soldaten das Leben kostete, Entschuldigung, wenn ich so sage, aufgewacht sind. Und weil wir gerade in Afghanistan waren, im Jahre 2001 wird in Afghanistan ganz offiziell das Internet verboten. Darüber kann man jetzt auch denken, was man will. Das soll es dann von mir wieder gewesen sein. Ich sage Servus und hoffentlich bis morgen.